Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Das Thema lässt einen ja nicht los. Also Syrien, ich meine, mein Ausgangspunkt, über diese Sanktionen zu sprechen, ist meine Arbeit in der Region. Das war der Irak, wo es eben halt lange Jahre UN-Sanktionen gab gegen das Land. Heute ist es Syrien, es sind noch viele andere. Und was meines Erachtens hier in der Öffentlichkeit sowieso nicht, aber leider auch in der Friedens- und Bewegung und in den sich dieser verbunden fühlenden Parteien, sage ich jetzt mal so etwas allgemein, sehr wenig beachtet wird, sind eben halt die Sanktionen. Und darüber wollten wir ja heute, sollte ich heute Abend sprechen und ein bisschen Licht in dieses Gewirr bringen und das ein bisschen herausarbeiten. Der Westen führt ja Krieg mit Sanktionen. Mit Sanktionen und mit Wirtschaftsembargos. Und das bestimmt eigentlich ganz stark auch die Berichterstattung zu bestimmten Gebieten und Ländern in der Welt, mit denen es politische Konflikte gibt, also zwischen der EU und den USA und eben halt diesen anderen Ländern, wo ständig gesagt, gedroht wird mit Sanktionen und mit Wirtschaftsembargos. Und mittlerweile gibt es also auch Sanktionen, die dann verordnet werden. Aber die europäische Politik, die auch ganz stark an diesen Sanktionen beteiligt ist, kooperiert dabei mit den USA. Und es trifft eben Staaten, die sich der politischen Ausrichtung und den Forderungen der Europäischen Union und der USA nicht unterordnen. Im Mittleren Osten begann dieser andere Krieg, also man spricht eben halt der frühere stellvertretende UN-Generalsekretär Hans von Sponeck, der lange Zeit das Nothilfeprogramm der UNO im Irak geleitet hat, während der Sanktionen. Der hat darüber ein Buch geschrieben, was ich nur empfehlen kann, der andere Krieg heißt es. Und der begann eben mit Sanktionen, also dieser andere Krieg begann mit den Sanktionen gegen den Irak, verhängt wegen einer militärischen Operation in Kuwait und immer wieder verlängert und immer wieder verschärft, bis dann schließlich die US-geführte Intervention 2003 dort durchgeführt wurde. Und danach erst wurden diese Sanktionen, die 1990 verhängt worden waren, also nach 13 Jahren, wurden die erst wieder aufgehoben. Aber inzwischen ist es eben so, dass es Sanktionen gegen Syrien gibt, gegen den Iran, gegen diese beiden Länder seit 1979 übrigens, von den USA, gegen den Irak, das war damals 1989, 90 war es, und erneut gegen Syrien seit 2011. Und das ist nur eine Auswahl. Es gibt eine Landkarte auf der Webseite der Europäischen Union, wo man sehen kann, gegen welche Länder Sanktionen verhängt werden. Und diese Länder liegen alle östlich der EU, also praktisch der gesamte Mittlere Osten. Dann Russland ist da gekennzeichnet und markiert, der Jemen ist markiert. Und in Nordafrika, Ägypten und Libyen. Und das einzige Land, was also westlich der EU unter Sanktionen, mit Sanktionen belegt ist von der EU, ist Venezuela. In der jüngsten Verfügung des US-Finanzministeriums vom 25. März 2019 heißt es, sie haben ein Ölembargo gegen Syrien verhängt, heißt es, man sei entschlossen, das Assad-Regime und seine Unterstützer vom globalen Finanz- und Handelssystem abzutrennen. Gemeinsam mit den EU-Sanktionen würden die USA den Druck auf das Regime Assad maximal erhöhen und dem Regime und seinem Netzwerk von finanziellen und logistischen Unterstützern zusätzliche Kosten aufzwingen. Das ist Originalton aus dieser Verfügung des UN-Finanzministeriums.
Finanzministeriums, US, Entschuldigung, wenn mir das jetzt passiert, ich meine immer die USA erstmal. Die westlichen Sanktionen, also der USA und der Europäischen Union, richten sich gegen jeden Staat, gegen jede Person, gegen jedes Unternehmen, egal welcher Nationalität, der bzw. das mit Syrien und oder dem Iran wirtschaftliche und politische Beziehungen unterhält oder haben will. Und die USA hat ganz ausdrücklich gesagt, dass sie in ihren Sanktionen gegen Syrien und Iran eben halt kooperieren mit der Europäischen Union. Die Bundesregierung, die natürlich einen wesentlichen Anteil daran hat, weil sie innerhalb der Europäischen Union also die stärkste Ökonomie ist und die neben Frankreich und Großbritannien der einflussreichste Staat, spricht von den Sanktionen gegen Syrien als intelligente Sanktionen. Ich führe das gleich noch mal ein bisschen aus. Also intelligente Sanktionen, die nur das Regime und Leute, die mit dem Regime kooperieren, betreffen würden. Aber es gibt UNO-Berichte, wonach es heißt und wo auch nachgewiesen wird, dass diese Sanktionen jeden einzelnen Syrer treffen. Das ist übrigens auch meine Beobachtung. Ich kann nachher gerne einige Beispiele dazu geben. Ich will mal ein Beispiel sagen, was die EU zum Beispiel sanktioniert, also was man nicht darf, ist, dass ein Unternehmen oder ein Staat oder Einzelpersonen sich daran beteiligen, die Elektrizitätsversorgung in Syrien wieder zu rehabilitieren, wieder aufzubauen, oder aber Technologie für den Öl- oder Gassektor zu schicken oder für die Produktion. Es ist auch verboten, raffinierte Produkte, also Ölprodukte, an Syrien zu liefern oder Syrien dabei zu unterstützen, diese aus den eigenen Ressourcen herzustellen. Und im Übrigen ist es so, dass die Sanktionen auch den Finanzsektor betreffen. Also auch wenn Syrien etwas einkaufen will, um die Elektrizitätsversorgung, die Wasserversorgung oder die Ölwirtschaft wieder aufzubauen, die ja ganz stark von dem Krieg auch betroffen ist, dann können sie eigentlich nichts einkaufen, weil sie kein Geld überweisen dürfen. Also die Banken sind von Sanktionen betroffen. Das ist ein ganz umfangreiches System. Hinzu kommen, also außer dass die Europäische Union oder die USA eben halt Staaten wie Syrien, Iran oder Venezuela mit Sanktionen belegt, kommt, dass auch politische Organisationen mit Sanktionen belegt werden, wie zum Beispiel die libanesische Hisbollah, die palästinensische Hamas oder jetzt gerade die iranischen Revolutionsgarden. Und was dazu kommt, ist, dass dieser Wirtschaftskrieg und diese Sanktionen durch eine gewisse Politik, Sprachregelung von Politikern, vor allen Dingen aber von Medien, begleitet wird, indem diese Staaten, die Organisationen, die Einzelpersonen eben dämonisiert werden. International ist es so, dass die Großmächte China und Russland aus diesem Sanktionsdiktat ausscheren. Auch wenn wir jetzt über den Mittleren Osten und Syrien sprechen, Regionalmächte wie Ägypten, der Libanon oder auch Jordanien sich nicht unbedingt daran halten. Länder in Asien, Indien, Malaysia, Indonesien, China halten sich auch nicht daran. Und es gibt auch innerhalb der Europäischen Union über diese Sanktionen, die offizielle Bezeichnung ist übrigens einseitige Strafmaßnahmen oder Beugemaßnahmen. Es gibt also mindestens elf Länder in der Europäischen Union, im Wesentlichen im Mittelmeerraum, die sich dagegen wehren und die das kritisieren, die aber keine Möglichkeit haben, dem etwas entgegenzusetzen.
die E3, wie man die großen Staaten, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland nennt, innerhalb der EU, die bestimmen das und sie setzen auch andere unter Druck, indem sie sagen, wenn ihr das eben halt nicht mittragt, dann werden, haben wir wiederum Möglichkeiten, euch Probleme zu bereiten. In der Region ist es eben, wie ich eben sagte, auch so, dass westliche Verbündete in der arabischen Welt nicht unbedingt diese Sanktionspolitik mitmachen wollen. Ich erwähnte schon Jordanien und Libanon, auch der Irak, insbesondere gegenüber Syrien oder insbesondere gegenüber dem Iran. Es sind ja beides direkte Nachbarländer des Iraks. Die wollen den, also sie sind auch auf den Handel mit Syrien und untereinander in der Region ohnehin angewiesen, aber sie werden auch bedroht. Und wie sieht das aus? Im Libanon war ja kürzlich der US-Außenminister, der ja auch hier gerade in Berlin gewesen ist, und er hat sehr deutlich auf einer Pressekonferenz und auch seinen Gesprächspartnern gegenüber gesagt, wenn der Libanon weiter Öl, was in Beirut oder in Tripoli angeliefert wird, nach Syrien liefert, dann werden die libanesischen Finanzbehörden und libanesische Unternehmen auch mit Strafen belegt. Also das sind diese Strafen, die erwähnt sind, gegen andere Nationalitäten, gegen andere Staaten, die mit Syrien eben halt Verbindungen haben. Sie werden dann eben halt selber unter Sanktionen zu leiden haben. Und in Amman, der Hauptstadt von Jordanien, ist also der Handelsattaché der US-Botschaft in die Industrie- und Handelskammer gegangen und hat denen dort sozusagen die Leviten gelesen, hat gesagt, wenn ihr Handel mit Syrien aufnehmt, dann werdet ihr ebenfalls mit den Sanktionen bestraft. Der Libanon ist politisch und wirtschaftlich sehr stark abhängig von USA, von Europa, von Saudi-Arabien. Also das ist eine Erpressung. Und beim Jordanien muss man gerade noch dazu sagen, der Libanon hatte ja die ganzen Jahre, die ganzen Kriegsjahre über, war ja die Grenze immer geöffnet nach Syrien. Also das war sozusagen für beide Länder auch lebensnotwendig. Die jordanische Grenze nach Syrien ist erst im September letzten Jahres wieder geöffnet worden. Und ich bin da zweimal gewesen an der Grenze und habe gesehen, mit was für einer Wucht, also auch aus Jordanien heraus, nicht nur Zivilisten, sondern auch Händler nach Syrien gekommen sind, um also auch in Syrien einzukaufen sogar, Lebensmittel vor allen Dingen, oder Benzin, weil das immer noch billiger war als in Jordanien. Und sie haben es in Syrien eingekauft und dann auf jordanischen Märkten verkauft. Und es begann also auch wieder der Handel mit Technik und die LKWs konnten durch Jordanien wieder hindurchfahren nach Saudi-Arabien. Also der Handel, wie er vor dem Krieg bestanden hat und für alle beteiligten Länder von großer Bedeutung war, der ging ganz schnell wieder los. Und daraufhin haben die USA eben halt direkt gesagt, wenn das so läuft, werdet ihr Probleme mit uns bekommen. Ich sagte ja, ich könnte einige Beispiele nennen, ich werde das vielleicht nachher zum Schluss nochmal machen oder später, wenn Interesse daran besteht, aus Syrien, wie sich die Sanktionen konkret auswirken. Vielleicht zu dieser Haltung der Europäischen Union. Die Europäische Union hat gerade gestern die Sanktionen gegen Syrien um ein weiteres Jahr verlängert. Diese Sanktionen bestehen seit 2011, sind jedes Jahr verlängert worden und innerhalb dieser Spanne sind die Sanktionen 52 Mal verschärft worden. Diese Sanktionen, also das aus der Presseerklärung der Europäischen Union, sie werden verhängt vom Rat der Europäischen Union und sie sagen, es richtet sich nicht gegen Syrien, sondern gegen das syrische Regime. Und diese Sanktionen stehen im Einklang mit der EU-Syrien-Strategie
wonach sie restriktive Maßnahmen gegen das Regime und dessen Unterstützer verhängen können, denn das gewaltsame Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung hält an. Da wird also überhaupt nicht reflektiert, in welcher Art und Weise sich die Lage in Syrien verändert hat. Das ist eigentlich die Sprachregelung seit 2011. Es richtet sich gegen das Regime und seine Unterstützer, weil es gewaltsam gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Es gibt eine lange Liste von, ich glaube, knapp 260 Personen, Einzelpersonen, die von den Sanktionen betroffen sind. Das heißt, wenn sie Guthaben in Europa haben, wird es eingefroren. Sie erhalten kein Visum mehr, um nach Europa reisen zu können. Und sie können eben halt auch auf ihre finanziellen Guthaben nicht zugreifen. Das betrifft den Präsidenten und seine Familie. Das betrifft die Regierung, die seit 2011 x-mal umgeformt worden ist. Jeder neue Minister und jede neue Ministerin ist automatisch einfach qua Amt auf diese Liste gesetzt worden. Es betrifft Geheimdienstvertreter, es betrifft Militärs. Und kürzlich haben sie also jetzt 5 Personen von der Liste runtergenommen. Nicht, weil die sich irgendwie anderweitig, weil die anderweitig eingeordnet worden sind, sondern einfach, weil sie verstorben sind. Und ein Unternehmen, also es betrifft auch, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht gerade präsent, also es betrifft, glaube ich, insgesamt auch also eine große Zahl, ich liefere die gleich nach, von Einzelunternehmen. Ein Unternehmen ist von der Liste heruntergenommen worden, weil es sich aufgelöst hat. Das ist 69 Unternehmen sind es, genau, 69 Unternehmen. Ich habe in Aleppo zum Beispiel mit Geschäftsleuten gesprochen, die sowieso durch den Krieg eigentlich ihre Firmen, es gab ja Plünderungen durch die Freie Syrische Armee, da sind Firmen zerstört worden, das ist hier eigentlich in den Medien kaum bekannt geworden, da sind ganz Fuhrparks von Firmen, ihre Maschinen, ihre Computer geklaut worden, in die Türkei gebracht und dort verkauft worden. Die Industrie- und Handelskammer von Aleppo hat Strafanzeige erstattet, hat vor dem Internationalen Strafgerichtshof und vor anderen entsprechenden Gerichten, um die Türkei zu verklagen. Da gibt es bis heute keine Reaktion drauf. Also diese Leute hatten früher vor dem Krieg, sie reisten regelmäßig zum Beispiel nach Deutschland, weil viele Unternehmen deutsche Maschinen haben. Bäckereien beispielsweise haben deutsche Maschinen, Textilunternehmen haben deutsche Maschinen, eine Pharmaindustrie und vor allem den Krankenhäuser. Und sie können jetzt keine Ersatzteile bekommen. Es gibt keine Software, kein Software-Update, was von Siemens oder von irgendeinem Unternehmen aus Deutschland dorthin geschickt wird. Das ist die Auswirkung von Sanktionen. Im weiteren Sinne, sagt die EU in ihrer Erklärung, umfassen die geltenden Sanktionen auch das Ölembargo, also sie unterstützen das Ölembargo der USA. Im Wesentlichen federt also diese EU-Maßnahme die USA-Sanktionen im Finanzsektor und im Ölsektor ab, sodass eben halt auch sämtliche europäische Länder da in die Pflicht genommen werden. Also es ist eigentlich eine Erpressung. Gleichzeitig sagt die EU, wir setzen uns natürlich weiter dafür ein, dass eine dauerhafte und glaubwürdige politische Lösung des Konflikts in Syrien gemäß der UN Sicherheitsratsresolution 2254 und das Genfer Kommuniqué von 2012 gefunden wird. Das ist auch eine Floskel, die seit Jahren halt benutzt wird, die aber de facto wirklich, daran wird nicht gearbeitet. Europa schiebt die Schuld Russland und Syrien zu, aber das in dieses Thema wollte ich heute nicht so weit hineingehen. Ich habe also mal nachgefragt bei der Europäischen Union, wie diese Entscheidung eigentlich getroffen worden ist.
und wer von diesen Sanktionen betroffen ist. Ich hatte denen einige Fragen gestellt und dann haben sie halt geantwortet, alle 28 Mitgliedstaaten müssen diese Entscheidung gemeinsam treffen, einstimmig. Der Vorschlag dafür, für die Verlängerung in diesem Fall, kommt von Frau Mogherini, also von der zuständigen außenpolitischen Verantwortlichen, und wird abgestimmt mit den verschiedenen Bereichen innerhalb der Kommission, die für Nordafrika oder den Mittleren Osten zuständig sind, die für Finanzen zuständig sind, die für Energie zuständig sind. Das Europäische Parlament wird damit überhaupt nicht belästigt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also es ist keine Frage, wo europäische Abgeordnete in irgendeiner Weise etwas zu sagen hätten. Ich habe zum Beispiel auch gefragt, ob nicht die mittlerweile international bekannten Berichte der UNO und des UNO-Sonderberichterstatters für die Auswirkungen von Sanktionen auf die Gesellschaft berücksichtigt worden sind bei der Entscheidung. Und dann hieß es, ja, die Antwort ist, er hat sie, also die UNO-Berichte seien bekannt, die Europäische Union hatte einen Besuch von Herrn Jazairi, ich gehe nachher nochmal auf ihn ein, das ist dieser Sonderberichterstatter, und der ja im letzten Jahr im September vor dem UN-Menschenrechtsrat seinen Bericht vorgelegt hat über die Lage in Syrien. Er ist insgesamt er ist auch in Venezuela, er ist in Libyen, er bereist auch den Iran und Jemen. Und sie haben ihn also angehört, aber das hat ihre Entscheidung in keiner Weise beeinflusst. Also man fragt sich wirklich, haben sie da überhaupt hingehört oder haben sie überhaupt ein Interesse daran? Und auf diese Frage, die ich Herrn Jazairi kürzlich stellte, er war ja hier in Berlin, da hat er gesagt, es ist eben halt eine rein politische Entscheidung. Und die Einordnung von Sanktionen und einseitigen Strafmaßnahmen in die Außenpolitik, da komme ich gleich noch zu. Die EU sagt, sie hat regelmäßig Kontakt mit Menschenrechts- und zivilen Organisationen innerhalb von Syrien, aber ich denke, dass sie da bestimmte Organisationen befragen, die vielleicht in den Gebieten in Idlib sind oder die in den Gebieten östlich des Euphrat sind, wo die Kurden zusammen eben halt mit den USA sozusagen die Kontrolle ausüben. Denn wenn man mit Organisationen in dem Teil Syriens spricht, heute 70%, der von der Regierung kontrolliert wird, in Dera oder in Aleppo oder in Homs, sie erzählen alle, wie sehr sie unter diesen Sanktionen zu leiden haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie können Produkte nicht einkaufen, sie können Bestellungen nicht bezahlen, sie können ihr eigenes Personal nicht bezahlen. Also da gibt es jede Menge von Informationen, aber die kommen offensichtlich bei der EU nicht an und werden nicht bewertet. Und im Übrigen geht es der EU einfach darum, ein klares Signal zu setzen gegen dieses Assad-Regime, wie es ja allgemein bezeichnet wird. Und dass die Sanktionen ausschließlich eben dieses Regime, die politisch-militärischen Verantwortlichen, treffen würde und diejenigen, die also jetzt davon profitieren, dass sie zum Beispiel Häuser wieder aufbauen. Ja, das sind eben halt auch Leute, die das Regime unterstützen nach Ansicht der EU. Also es ist, der Wiederaufbau darf auf gar keinen Fall unterstützt werden. Das ist ein wichtiger Aspekt der europäischen Politik. Stattdessen, darauf verweisen Sie auch, gibt es eben halt Hilfe. Es gibt UN-Organisationen wie das Welternährungsprogramm, UNICEF, UNDP, UN-Frauenorganisationen, die bestimmte Hilfe leisten der Bevölkerung, sodass sie nicht zu leiden hat. Der Bericht des UN-Sonderberichterstatters sagt etwas anderes. Ich habe eben schon auf diese Landkarte verwiesen von der Europäischen Union, wo man sehr gut sehen kann, welche Länder von Sanktionen betroffen sind. Und daran erkennt man auch die geostrategische Ausrichtung der europäischen Außenpolitik. Es geht alles Richtung Osten, um dort eben halt
Entscheidungen herbeizuführen, die der europäischen außenpolitischen Strategie entspricht. Die meisten Sanktionen gehen von der EU gegen Nordkorea. Die zweitgrößte Menge von Sanktionen gehen gegen Syrien. Dann kommt der Iran und dann kommt Russland. Es gibt eben halt verschiedene Sanktionen, die auch da auf der Webseite von der Europäischen Union dargestellt werden. Und sie sprechen eben halt von Strafmaßnahmen, von Beugemaßnahmen, die ein wesentliches Werkzeug, Bestandteil der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union sein. Sie werden von der EU, ich zitiere das jetzt hier, sie werden von der EU benutzt, also ich übersetze das gerade aus dem Englischen, sie werden von der EU als Teil einer politischen Annäherung benutzt, die einerseits politischen Dialog beinhalten und zusätzliche Angebote, andererseits aber auch andere zur Verfügung stehenden Mittel ergänzen können. Andere zur Verfügung stehende Mittel in der Außenpolitik, damit sind natürlich auch militärische Maßnahmen gemeint. Die Ziele von Sanktionen, also Sie sagen, es ist ein integraler Bestandteil der EU-Außenpolitik. Die Ziele von Sanktionen, dabei geht es der EU um Folgendes. Es geht darum, die Werte der EU zu sichern, die fundamentalen, ich zitiere das, fundamentale Interessen der EU zu sichern, Frieden zu erhalten, Demokratie zu festigen und zu entwickeln und zu unterstützen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, um Menschenrechte, um die Prinzipien des Völkerrechts. Es geht darum, Konflikte zu vermeiden. Und es geht darum, die internationale Sicherheit zu stärken. Also es ist schon sehr eindeutig, in welchem Zusammenhang diese Sanktionen verhängt werden. Und sie richten sich eben gegen Regierungen von Nicht-EU-Staaten aufgrund von deren Politik, gegen Unternehmen, gegen Gruppen und Organisationen, ich hatte das eben erwähnt, zum Beispiel Mittleren Osten, Hezbollah oder Hamas, und gegen einzelne Individuen, die im Rahmen dieser Nicht-EU-Politik sich engagieren, also die vielleicht eine Organisation unterstützen oder vielleicht auch spenden dorthin und so weiter. Also es ist sehr umfassend. Und dann sagen sie, sagt die EU, diese Sanktionen sind so entwickelt, dass sie die negativen Konsequenzen für diejenigen, die nicht verantwortlich sind für die Politik des Landes, also für die Zivilbevölkerung, minimieren. Und dass es eben unterstützende Dinge gibt, um diese Menschen von Sanktionen fernzuhalten oder dass sie nicht darunter zu leiden haben. Wörtlich heißt es, die EU gibt sich Mühe, die Auswirkungen der Sanktionen auf die lokale zivile Bevölkerung zu minimieren. Und alle diese Strafmaßnahmen, die von der EU ergriffen werden, sind vollständig im Einklang mit den Verpflichtungen des Völkerrechts, einschließlich der Menschenrechte und der fundamentalen Freiheiten. Der Sonderberichterstatter Idriss Jazayiri hatte in seinem Artikel, in seinem Bericht, den er hier in Berlin auch der Presse vorgestellt hat, einzelne Punkte aufgelistet und hat gesagt, die Sanktionen sind infolge des Krieges in Syrien verschärft und verschärfen das Leid der Bevölkerung. Man kann nicht genau sagen, also die EU sagt immer, wenn es den Menschen in Syrien schlecht geht, liegt es am Krieg. Aber er sagt, die Sanktionen, die ständig verlängert werden, verschärfen das Leid
Und man muss sich fragen, so seine Argumentation, ob Staaten, die für Demokratie eintreten, es verantworten können, dass eine Zivilbevölkerung, die man ja eigentlich schützen will vor dieser repressiven Regierung in Syrien, zusätzlich bestraft dadurch, dass man ihnen den Zugang zu grundlegenden Freiheiten und Dingen vorenthält. Sie können zum Beispiel Familien, deren Kinder im Ausland studieren, können kein Geld für ihre Kinder überweisen, weil das Bankensystem komplett eingefroren ist und unter Sanktionen steht. Die medizinische Versorgung, die früher in Syrien kostenlos war und sehr gut, hat durch den Krieg gelitten, ja, aber sie leidet zusätzlich durch die Sanktionen, weil zum Beispiel Ersatzteile für medizinische Maschinen nicht eingeführt werden können, weil Rohstoffe zur Herstellung von Medikamenten nicht eingeführt werden können. Es hat dazu geführt, dass Menschen das Land verlassen haben. Viele haben das Land verlassen aufgrund des Krieges. Aber zusätzlich haben sie das Land verlassen, weil zum Beispiel ihre Betriebe nicht mehr funktionieren, vielleicht wegen des Krieges, aber auch, weil sie nichts mehr an Gütern einkaufen können. Keine Ersatzteile, keine Rohstoffe und so weiter. Und er hat das auf der Pressekonferenz sehr anschaulich gesagt. Er hat gesagt, diese kleinen Familienunternehmen, die können nichts mehr machen, weil sie keine Produkte mehr einführen können. Also was machen sie? Sie schließen ihre kleine Firma, sie packen ihren Koffer und kommen nach Europa. Und er sagte, Europa schießt sich selbst ins Knie, ins Fuß hat er gesagt, weil sie eben halt durch die Sanktionen diesen Menschen ihre Lebensgrundlage nehmen. Und also er hat es sehr, sehr scharf und sehr anschaulich auch kritisiert. Es gibt, wie ich sagte, das Verbot von der Einfuhr von Ersatzteilen. Schulen sind davon betroffen, Krankenhäuser sind davon betroffen. Er hat eine lange Liste aufgemacht und hat sehr viele Einzelheiten auch gebracht, um das eben zu widerlegen, was die Europäische Union sagt. Die sind da aber weitgehend immun, was diese Kritik betrifft. Warum? Weil Sanktionen und einseitige Strafmaßnahmen ein Teil der Außenpolitik sind. Und es gibt ja die Stiftung für Wissenschaft und Politik, da gibt es einen Mitarbeiter, Herrn Lohmann, Sascha Lohmann, der hat sich an verschiedenen Universitäten ausführlich eben halt mit Sanktionen als Mittel der Außenpolitik beschäftigt. Und er führt in einem sehr langen Artikel für einen Bericht eines US-Thinktanks aus, wenn man sich überlegt, Sanktionen, Blockaden, Belagerungen und so war ja im Mittelalter oder bis zum 20. Jahrhundert so ein also auch ein Aspekt von Kriegsführung. Ne? Dass man eben halt, es war eine ergänzende Maßnahme zu militärischen Einsätzen, ein Land wurde belagert und dass es auch stattfand, also dass zum Beispiel wirklich kein Schiff mit irgendwelchen Gütern in dieses Land, was man belagerte, kam, dafür wurde Militär eingesetzt. Heute werden diese Maßnahmen von Diplomaten durchgeführt. Es ist ein Teil der Außenpolitik, dafür zu sorgen, dass eben die Sanktionen verschärft eingehalten werden und so weiter. Und sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass sie eben halt weiter funktionieren, bis diese Staaten vielleicht ein anderes Mittel der politischen Auseinandersetzung oder Lösung für einen solchen Konflikt gefunden haben. Also die Diplomaten lösen die Soldaten sozusagen ab. Die Sanktionen betreffen natürlich immer die Wirtschaft eines Landes. Und das wichtigste Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts, ich zitiere Herrn Lohmann von der Stiftung für Wissenschaft und Politik, das wichtigste Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts sind die internationalen Märkte. Er argumentiert, dass es eine Abkehr von militärischer Gewalt hin zu wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen gäbe. Das ist eigentlich das, was im Augenblick der US-Präsident Donald Trump wirklich sozusagen mit dem Brecheisen
versucht umzusetzen, also nicht mehr unsere Jungs nach Hause bringen, wie er sagte, ne? Also keine Soldaten mehr in Einsatz, sondern eben halt wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen. Und da können wir vielleicht nachher drüber nochmal sprechen, woran das liegt, warum er meint, dass das eben halt so gemacht wird. Aber er sagt, dass eben halt Kriege auch in den sogenannten postheroischen Gesellschaften, ich habe mir das mal recherchiert, ich kannte diesen Begriff bisher noch nicht, das ist ein Begriff, den der Berliner Historiker Herfried Münkler eingeführt hat in die Debatte. Wird allerdings auch kritisiert, also dass die Gesellschaften keine Helden mehr bräuchten nach den letzten Kriegen. Aber er sagt, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass die Gesellschaften jetzt zum Beispiel in Europa, also die westlichen Gesellschaften, andere, nicht mehr so viel materielle Dinge in den Vordergrund stellten, als vielmehr ein gutes Leben, ein gutes Klima, eine gute Natur. Aber wenn man sich anguckt, wie die Politik bestimmt wird, dann ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Denn diese Wirtschaftssanktionen ermöglichen es den Entscheidungsträgern in den USA und Europa, ich zitiere Herrn Lohmann, ihren Gegnern genauso hohe politische und wirtschaftliche Kosten wie mit einem Kriegseinsatz aufzuerlegen, um deren Entscheidungsfindung zu beeinflussen, ohne Soldaten an die Front zu schicken. Also klar ist, dass Sanktionen immer verhängt werden von Ländern, die reich sind, im Westen sind, gegen Länder, die wirtschaftlich ihnen unterlegen sind. Entwicklungsländer, Schwellenländer und das also ein ganz klares Mittel der Politik ist. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit kann man nachlesen in seiner Agenda 2030. Die Entwicklungspolitik baut darauf auf, ebenso wie die Außenpolitik. Also ich denke, das wäre mal ein Seminar, wo man sich mal wirklich intensiv mit dieser Politik beschäftigen sollte, damit man auch Gegenmaßnahmen entwickeln kann. Sollte man ja auch wissen, was sie eigentlich vorhaben. Aber was deutlich wird, wenn man die Außenpolitik sich anguckt, ist, dass Sanktionen und Strafmaßnahmen und auf der anderen Seite humanitäre Hilfe zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und das sieht man in den Ländern, die betroffen sind, viel deutlicher. In Syrien haben die Leute mir das vielfach gesagt. Ihr hindert uns daran, unser Land wieder aufzubauen durch die Sanktionen und gleichzeitig schickt ihr uns die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und private Hilfsorganisationen, die ja nur so viel Hilfe leisten, dass die Menschen nicht sterben, aber es reicht nicht, um sozusagen wieder selber Arbeit zu finden, um seine Familie selber zu ernähren, um die Gesellschaft und die Wirtschaft selber wieder in Gang zu bringen. Also Hilfe und Strafmaßnahmen, eine Seite, zwei Seiten einer Medaille. Und an diesem Punkt kommen eben halt auch Parteien hier in Deutschland ins Spiel, die sehr stark dafür eintreten, dass man halt humanitär hilft, dass man der Zivilgesellschaft hilft, dass man das tut, um keinen Krieg zu führen, aber das tut, um eben diese Gesellschaften auch weiterzuentwickeln im Sinne der Europäischen Union, der europäischen Werte. Also man muss, glaube ich, eine sehr grundlegende Kritik an dieser Sanktionspolitik beginnen und erarbeiten. Denn das, was viele Nichtregierungsorganisationen machen, gehört genau in diese Außenpolitik. Hilfe, damit die Menschen nicht sterben, aber Sanktionen, damit dieses Land nicht wirklich wieder auf die Beine kommt. Und sie verhindern im Übrigen auch, dass sich politische Parteien oder Bewegungen entwickeln können, die eine eigenständige Politik für ihr Land entwickeln können. Die Opposition, die in Deutschland ist oder in Europa ist, die syrische Opposition, folgt im Wesentlichen den westlichen Werten, die vorgegeben werden, aber sie haben ganz stark auch den Kontakt zu ihrem eigenen Land verloren.
Ich will es da mal belassen. Ich kann gerne auch noch auf einige Beispiele eingehen, also wie sich die Sanktionen zeigen. Aber ich wollte vor allen Dingen, und es ist eben ein weites Feld, umreißen, wie eben die deutsche Außenpolitik dieses Instrument auch benutzt, gleichzeitig mit dieser humanitären Hilfe, die angeboten wird und die von vielen ja auch hier unterstützt wird, diese repressive Politik und diese Politik, in der man andere Länder unterwerfen will, mitträgt und auch mitgestaltet. Das ist ein Punkt, der eigentlich von der Friedensbewegung, von fortschrittlichen Kräften sehr viel stärker kritisiert werden müsste. Vielen Dank. Danke, Karin. Das ist wirklich erschreckend.